Ja, hallöchen und willkommen zurück in Arkham, im Arkham Asylum, in der Anstalt. Und wir müssen immer noch die Doktor Schieß mich tot retten. Wieso Da, machst du das? Ich hab's wie heißt genau sie denn so nochmal? gemacht, wie du wolltest. Wie ist sie denn? Dr. Chen? Dr. Young heißt die gute Dame. Sieh mich an, glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu! Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so Oh ja. aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Drinnen und Ich bin draußen. mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt endlich Da den geht's Mund! rein, das ist nicht so gut. Wenn der Boss mit dir reden will, redet er mit dir. Bis dahin, halt deine Klappe! Kann man da reingucken? Kann man reingucken, natürlich geht das. Es muss aber nicht so sein. Wenn du nicht deine Schnauze hältst, tue ich dem Boss einen Gefallen und knall dir die Rübe weg! Das war Der wichtig. große Detektiv hat also nur 10% meiner Aufgaben erfüllt. Bist du bereit auf? Bitte lass mich gehen. Ich mache keinen Ärger. Sei still. Ich weiß nicht, wie viel Gequatsche ich noch ertragen kann. Ja, wie machen wir das jetzt im Schlaus? Kriegen wir die alle getötet? Nee, hat ja keinen Sinn. Wieso machst du das? Lass mich mit Joker sprechen. Wir haben eine Armee, die alles auseinandernimmt. Joker will, dass du hier bist. Hier sind drei, aber die anderen beiden stehen noch da. Ich fürchte, das geht nicht gut. Und hier haben wir ja schon versucht vorbeizukommen, aber da ist die Tür. Bitte lass mich gehen. Ich mache keinen Ärger. Sei still. Ich weiß nicht, wie viel Gequatsche ich noch ertragen kann. Hier geht's gar nicht weiter. Hier geht's rum, ne? Ah, da ist noch eine Wand. Alles klar. Es muss aber nicht so sein. Okay. Wenn du nicht deine Schnauze hältst, tue ich dem Boss einen Gefallen und knall dir die Rübe weg. Verdammt, nicht dahin. An die Wand, bitte, an die Wand, Junge. Upsala. Beruhige dich, keiner kommt. Keiner ist verrückt genug, sich mit uns anzulegen. Das werden wir sehen. Keiner so verrückt ist. So, dann machen wir da hoch. Wieso machst du das? Lass mich mit Joker sprechen. Wir haben eine Armee, die alles. Das heißt, theoretisch müsste ich ihn jetzt. Joker will, dass du hier bist. Bam. Ja, wie komme ich da rein? Hallo, du da? Achso, ich kann ja einfach durch die Löcher rennen. Hallo, Dr. Young. Wie geht es Ihnen heute? My name is Batman. Hallo, Penny. Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob Sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Keine Sorge, Doktor. Ich habe Sie zuerst gerettet und jetzt werde ich die anderen Räume durchsuchen. Warten Sie, da draußen ist es gefährlich. Genau, warte, Penny. Da drin ist noch medizinisches Personal, das meine Hilfe braucht. Vor allem da drin. Wo drin? Hier geht's gar nicht weiter, wenn du mal guckst. So, was ich aber kann, ist Wayne Tag. Hier, ich habe nämlich ein Upgrade. Geil. Was könnte ich mir denn mal holen? Hol ich mir eine bessere Rüstung? Hol ich mir einen besseren Batarang? Oder hole ich mir besseres Sprühzeug? Das ist neu. Beliebige Reihenfolge zu werden. Diese möglich erweiterte Techniken zum Ausschalten. Fahren wir das? Das wird automatisch dann gezündet. Noch irgendwas Neues? Irgendwelche Combo, die neu sind? Vielleicht soll ich mal Spezialkombo, weitere Attacken aneinander rein. Vielleicht soll ich das mal machen. Nach einer achtfachen Combo einen Wurfangriff, der nicht abgewehrt werden kann. Nice. Oder lieber während einer Combo den Batarang. Nee, was warte ich? Ich hole mir erstmal bessere Rüstung. Hallo?
Ich kann gar nicht. Hä? Ach so, das Ding hat sich von alleine geupgradet oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Okay, okay, ja gut, von mir aus auch. Da stand doch gerade was von Upgrade, ne? Habt ihr da auch gelesen, dass da ein Upgrade war? So, Betsy, jetzt retten wir erstmal die anderen Ärzte. Bitte. Wir bitten alle Patienten ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Unsere Ergebnisse haben zu Debatten geführt, ob die Psychose an sich neurotoxisch ist und ob mögliche schädliche Veränderungen am Gehirn in einem Zusammenhang zu der Länge der psychotischen Episoden stehen. Das Projekt Titan erlaubt uns, die Fähigkeit des Einzelnen zu stärken, mit solchen Veränderungen umzugehen. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Aber erst nach Ankunft des Patienten X stiegen unsere Erwartungen. Patient X war der Katalysator, der zur vollständigen Annahme des Titan-Prozesses führte. Wir danken allen unseren Wohltätern für diese Gelegenheit. Ja, ja, komm. Wir repräsentieren alle medizinischen Fachrichtungen und bieten eine große Auswahl. So, wo muss ich denn jetzt lang? Ich könnte da durchklettern und die Abkürzung nehmen. Ach komm, nehmen wir die Abkürzung. Und Wellnessprogrammen an. Die hohe Qualität der Pflege, verbunden mit der günstigen Lage der Anstalt von Arkham, hat dazu geführt, dass wir zur besten Einrichtung des ganzen Staates gewählt wurden. Die Zeiten in dieser Einrichtung haben sich geändert und wir glauben, dass durch unsere bahnbrechenden Techniken alle einer Heilung entgegensehen dürfen. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Ja, ja, ich will die Geschichte... Ach, du Scheiße. Wer ist denn das? Gerüchte besagen, dass Tommy Elliot in Arkham arbeitet. Ja, dem geht's nicht so gut, ne? Dem Dr. Shen. Und wenn ich hier so nach oben gucke, dann sehe ich das auch so. Okay, hier machen wir keine Ortung erstmal. Nehmen wir das Ding kaputt. Ja, die kann ich nicht hacken. Natürlich nicht. Die stehen aber da oben, ne? Genau. Also habe ich noch ein bisschen Möglichkeit, irgendwas zu tun. Ach, scheiße. Okay. Batman! Sagen Sie nichts, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß, aber nicht für mich. Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel? Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass ins Gesicht geschlagen wird. Komm her! Ich gebe euch immer kräftig auf die Nüsse. Und die auch. Komm schon! Nacke? Ist Angst, oder was? Ja, komm. Was hast du denn vor? Au, die werfen mit... Haha, die werfen mit Einrichtung. Wie witzig. Soll das werden? Was? Ich schlag wie ein Mädchen. Deswegen liegst du auch besoffen auf dem Boden. Du bist tot, Batman. Ja, das war dumm. Ich hätte ihn nicht ausschalten sollen. Mann, komm schon. Falscher Knopf. Bam, Kablamo. So, geht doch, meine Güte. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sei nicht so zufrieden mit dir, Bats. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Upgrade? Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Jetzt habe ich auch ein Upgrade. So, geht doch. So, jetzt holen wir uns bessere Panzerung. Was gibt's denn noch? Ultrastabile Mikroplattenverstärkung. Habe ich jetzt auch ein anderes Outfit? Nee. Dachte ich nur. Sah nur so aus. Komm. Retten wir den mal. Den Adrian. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig. Sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspur-Gaunern fertig. Okay, finde und rette Dr. Shen. Hier ist aber noch irgendwie das... Ach, hier ist Elliot. Ich habe bisher alle Rätsel gelöst. Ach, von der Charakterbiografie von Hush, guckt mal. Tommy Elliot. Ja, ja. Batman Nummer 609 aus 2003. In Gotham City, ein Chirurg. Einer der eher sehr Unbekannten. Den kennen nicht so viele. Den Elliot. Und offensichtlich arbeitet er in Arkham. Dr. Elliot.
Dr. Seuss? Nein. Dr. Elliot. Ach, guck mal da unten. Er hat 18 bis 8 Uhr. Montag 0 Uhr Killer Croc Transfer. Na, das ist keine gute Sache. Oh, hier kommen wir nicht rein. Schade. Kann ich die immer noch nicht ausschalten, die Dinge? Gibt's hier nichts, um die kaputt zu machen? Ich hätte gerne die Truhe. Also die Truhe, die Trophäe. Hätte ich gerne. Ach, das ist der Shen. Okay. Tja, aber hier komme ich nicht rein. Dann könnte ich einfach hier hoch. Ach, wie ärgerlich. Ja gut, okay. Dann müssen wir uns... Oh, jetzt ist wieder so ein Paket. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Geheimnis länger für mich behalten kann. Zu meinem Party kommen noch zwei alte Freunde. Einer von denen hat Angst, dass du gehst, ohne dich zu verabschieden. Der andere, naja, sagen wir mal, er wird genauso überrascht sein, dich zu sehen, wie du ihn. Na toll. Das ist ja eine gute Voraussetzung. Als Amadeus Arkel, wo bin ich denn hier? Ach, ich muss in die Richtung, okay. Ein Doktor muss ich noch retten. Schauen wir noch. Bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich richtig. Vor allem, wo ist denn das Tabak? Ach, da hinten, genau. Was ist los mit dir? Weißt du gar nichts? Cash hatte vor einer Weile eine Meinungsverschiedenheit mit Killer Croc. Croc kam frei und hat Cash Hand aufgefressen. Oh Mann! Wenn du ein Riesenmonster auf dich zurennen siehst, erschieße es. Oder du stehst als nächstes auf seinem Speiseplan. Guck mal, das sind die Nasenlöcher von Batman. Batman? Die Zeiten in dieser Einrichtung haben sich geändert und wir glauben, dass durch unsere beeinflussenden Techniken eine Heilung entgegensehen. Und bam. Und den nehmen wir noch. So. Tschüss. Hier hinter? Gar nichts. Hui. Boss, alles erledigt. Der Raum ist voller Gas und Captain Hook ist darin gefangen. Die Sache ist, dass Razor nicht rausgekommen ist. Er steckt da fest. Das muss meine Lehre sein, herumzuknödeln. Lass keinen heraus. Auch nicht Razor. Er hat mich im Stich gelassen und das mag ich. Ich kann sie nicht zurücklassen. Ja, klar, Boss. Er hat uns sowieso nur aufgehalten. Nicht, Wein? Ich kann noch nicht gehen. Ich muss die Ärzte retten. Ich komme hier raus und du wirst dir wünschen, du wärst wieder in deiner Zelle. Haha, ja klar, Idiot. Ja, du kommst ja nicht raus, Hakenmann. Mist, jetzt riecht einen ab. Ja, doch nicht. Und mit der Handkante gegen die Nase. Ich rette dich, komm, ich rette dich. Ist doch kein Problem, ich... Ach, scheiße. Cash, was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Du musst uns helfen. Wenn du ich das Gas euch. Auf dem Raum lässt, könnten der Doc und ich hier raus. I see what I can do, Mensch. Ich werde euch schon retten, irgendwie. Huch, jetzt wäre ich fast da runtergefallen. Ah ja, da unten sollte man nicht runter, glaube ich. Bam. 10 Joker-Zähne zerstört. So, wo geht's denn hier lang? Lass mich doch mal kicken. Was haben wir denn hier? Da unten ist so ein Teil, so ein Ventilator. Okay, ich muss die Ventilatoren irgendwie kriegen. Da unten ist... Komm ich da dran? Ha! Bam! Batman, kannst du das hören? Das Pult zeigt, dass Ventilator 1 Strom erhält. Solltest du nicht tot sein? Beeil dich, du hast gesehen, was das Zeug anrichtet. Hängt der da? Warum hängt da einer? Okay. Komm ich da rüber? Ja, ne? So, wo ist denn der nächste Ventilator? Da hinten ist noch einer, den haben wir schon. Zack, hier kommen wir nicht rum. Hier kommen wir aber rum. Ob das so nett war? Das war wohl nett. Oh. Ob das... Ja, ich lasse dich... Wir lassen den ja nicht sterben. Auch wenn er ein Gegner war, aber ist egal.
Sterben lassen wir ihn trotzdem nicht, Mensch. Wir sind Batman. Alle drei Ventilatoren sind aktiv. Wir haben volle Kraft. Der Raum sollte gleich leer sein. Überraschung, Überraschung. Batman kommt gerade rechtzeitig. Das nächste Mal, Cash, erschieße ich dich. Und hab's endlich geschafft. Von dem, wieso kann er jetzt... Achso, jetzt kann er die Tür aufmachen. Klar. Aaron Cash, da haben wir ihn doch. Guckt mal. Living Hell Nummer 1. Der gibt da schon, der arbeitet schon eine Weile. Der gute alte langjährige Feindschaft mit Killer Croc.